einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit! Oh! Was sind wir drauf, Regie? Wir sind schon. So, jetzt müsstet ihr mich hören können, liebe Leute, das ist ja nur Hammer. Als hätten wir nie was anderes gemacht. Liebe Leute, könnt ihr mich hören, bevor ich jetzt meinen Monolog halte oder also euch begrüße? Ich brauche von euch erstmal Feedback. Geiler Start, lese ich hier. Okay, jetzt bin ich wach. Weitermachen, moin moin. Nein, ich höre dich nicht. Das kann ich, das glaube ich nicht. Sonst hättest du nicht so reagiert. Das glaube ich nicht. So, Freunde, erstmal herzlich willkommen ihr zu Hause. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein Moin Moin, eine Morgensendung sozusagen. Ich bin gerade ein bisschen außer Puste, weil das ist ein Schlagzeug, das ist quasi Fitness am Morgen. Ich bin ja nicht alleine, wie ihr unschwer erkennen könnt, denn wir haben diese schönen Klänge dieser verrückten Instrumente. Was auch immer das genau ist, werden wir im Laufe der Sendung herausfinden. Ich habe Luzi und Elsie von Saltatio Mortis zu Gast und ich finde es mega. Macht mal bitte ein bisschen Herzapplaus für Saltatio Mortis, für die beiden. Das würde mich sehr freuen, denn ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Nehmt gerne mal Platz, ich hole mir mal einen Stuhl. Jo, dann geil. Können wir nämlich einfach mal entspannt ein bisschen quatschen und mal vom Puls ein bisschen runterfahren, denn es ist immer noch früher Morgen. Und das geht, also bei uns ist immer die Sendung, der Sendungsstart um 10:30 und das ist halt früh am Morgen. Ist ja klar. Ey, wie geht's euch? Ja, jetzt auch wach. Vollkommen außer Puste. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr noch nicht so lange Dudelsack gespielt. Komm mal, Herzen. Oh. Alles voll mit von oh. Herzen. Oh. Gut, oder? Ist doch gut. Ja, herrlich. Ihr seid Mitglieder der Band Saltatio Mortis und ihr spielt in der Band den Dudelsack. Kann man das so sagen? Ja. Oder fühlt ihr euch jetzt irgendwie angegriffen, wenn ich das so sage? Nee. Das ist, also, es gibt ja da auch noch schon ganz schlimmere Ausdrücke. Sackpfeife ist ja eigentlich so dass, der Ach, eigentliche das Fachbegriff, aber ja, Dudelsack ist ja so. In die Sackpfeife rauchen. Na gut, das ist Quatsch. Okay, aber ihr habt ja natürlich dieses Jahr erstmal ein anderes Jahr erlebt als die ganzen anderen Bandjahre. Euch gibt es schon 20 Jahre, was ich herausgefunden habe. Korrekt. Finde ich krass, 20 Jahre Band, das muss man erstmal durchhalten, weil ihr seid nicht nur zwei Leute, ihr seid nicht drei Leute. Wie viele Bandmitglieder habt ihr? Acht. Ach, das ist echt ohne Scheiß. Ey, ihr müsst ja wissen, ich habe ja auch eine kleine Band. Wir sind zu viert und ich dachte schon nach einem Jahr, jetzt haben wir alles erreicht. Weißt du, wir bringen uns im nächsten Jahr um. Das war. Also vor allem dann noch im Tourbus zu sein, das ist einfach, das kann ich mir nicht vorstellen. Das acht. Hört auch nie auf. Ja, das glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall wunderbar, dass ihr da seid. Ihr habt dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Das ist natürlich auch ein Grund, was wir mal heute ansprechen können. Aber für mich persönlich ist natürlich der Hauptgrund, dass ihr da seid, weil ich natürlich Dudelsack spielen lernen möchte. Mhm. Und wir haben schon länger darüber gesprochen, dass wir das zusammen machen wollen. Und dann kam ja dieser zweite Lockdown irgendwie zustande, sodass wir das nicht bei Rocket Beans vor Ort machen können, weil wir da erstens nicht laut sein können und weil wir da auch nicht so viel Luft haben. Und deswegen sind wir jetzt hier bei unseren Freunden von Eid. Herzlichen Dank dafür, dass wir hier sein können. Hier können wir laut sein, hier haben wir schon Abstand
Und hier können wir musizieren, darauf freue ich mich sehr. Und deswegen erstmal schön, dass wir einen kleinen Einstand halten konnten. Luzi, Entschuldigung. Elsie, Luzi, ihr habt alle so geile Namen. Ja, das ist echt der Klassiker. Wie heißt du denn in der Band richtig? Weil Luzi ist doch nur deine Abkürzung, oder? Nee, das ist tatsächlich mein Künstlername. Ja? Also, du hast doch einen ganz langen Künstlernamen, oder nicht? Bist du der Einzige, der einen kurzen Künstlernamen hat? Bei euch heißen doch alle der schreckliche, lästerliche, genau. Genau. Ja, bei mir ist Luzi das L. Das ist tatsächlich recht kurz. Okay, das kann man sich gut merken. Wie sieht es bei dir aus? Ja, Elsie kommt von El Silbador eigentlich. Das ist Spanisch für der Pfeifer. Genau, und irgendwer kam dann auf die Idee, das mit Elsie abzukürzen. Und das, die Mehrheit war der Meinung, dass das gut passt. Das ist schlau. Bin ich auch froh. Latatio Mortis, ich habe, das ist Latein, nehme ich an. Ja? Ich habe Latein in der 8. Klasse, nee, wann konnte ich es abwählen? In der 10. Klasse abgewählt. Und vorher hatte ich auch immer nur einen Punkt. In der Oberstufe, in der 11. Klasse habe ich es abgewählt. Da hatte ich immer nur einen Punkt. War also Quatsch. Aber das heißt doch sowas wie Mortis ist doch irgendwie Tod und Salto, Tanzen, ist der Springen. Tanz, genau. Tanz mit dem Tod? Der Totentanz. Der Totentanz, genau. Okay. Das heißt, eure Mucke, ich habe natürlich reingehört, hat was mit mittelalterlicher Kultur zu tun, kann man das so sagen? Oder thematisch gesehen? Oder wie würdet ihr das beschreiben? Im weitesten Sinne, würde ich sagen. Also, wir haben natürlich damit angefangen vor 20 Jahren, dann irgendwann mit hier Pest und Trommeln und nur Dudelsäcken und mittelalterlichen Themen. Und haben uns jetzt so ein bisschen auch in andere Musikrichtungen noch weiterentwickelt. Und jetzt ist es eine grobe Mischung aus Mittelalter-Rock mit mittelalterlichen Themen, aber auch moderne Themen wie Politik, Zeitgeschehen, Klimawandel, Kram. Also da mal. Worauf ich hinaus möchte, ist, ihr seid jetzt beide Dudelsackspieler oder halt diese altertümlichen Instrumente. Das findet man ja nicht, oder das fliegt ja immer nicht so zu. Wenn ich daran denke, dass ich Schlagzeug spiele und ich musste meine Eltern damals sowas von überzeugen, dass das wirklich ein gutes Instrument ist. Mama sagt immer noch, nee, das kannst du nicht bringen, was willst du mit dem Schlagzeug? Wie macht man das denn mit dem Dudelsack? Also wie kommt man dazu? Ja, also früher als Kind war ich oft so auf Mittelaltermärkten, wo ich das dann auch gesehen und gehört habe. Und das eigentlich ziemlich cool fand. Und dann habe ich mir da mal von so einer Spieludenkapelle, die da war, einen Tonträger erworben, also eine CD gekauft. Und dann habe ich mal so die Blockflöte aus dem Christenlehreunterricht wieder ausgepackt und dann einfach nach Gehör halt dazu gespielt und gemerkt, das ist ja gar nicht so schwer. Okay. Und dann habe ich mich mal umgehört, so, wo gibt's denn sowas, wo kommt man an sowas ran? Mhm. Und dann im Internet versucht zu informieren. Und dann bin ich tatsächlich an einen Dudelsackbauer gekommen, der mir dann einen Übungsdudelsack gebaut hat. Und der ist ja auf Zimmerlautstärke. Also es gibt auch kleinere Dudelsäcke, die sehr leichtgängig zu spielen sind. Und die kann man dann auch in der Wohnung spielen. Also die sind nicht ganz so schrill. Und damit kann man dann auch mal anfangen zu lernen. So. Und dann irgendwann halt dann was Größeres. Ja. Wie lange spielst du? Ich habe mit 17 angefangen. Also okay. Jetzt, ja, 17 also, Jahre. Also die Hälfte drei meines Jahre Lebens. Danke. Da tut er allein. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, das war's bei dir ähnlich, oder? Ja, ähnlich. Aber ich bin auch auf Mittelaltermärkten unterwegs gewesen, dann auch einer Band hinterhergefahren, mit denen ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und die haben mich dann einfach mal eingepackt und ich musste für die dann CDs verkaufen und aufbauen und so. Und, dann haben sie mir einfach nur so einen Dudelsack in die Hand gedrückt und es hat mir so einen Spaß gemacht, das zu üben. Hat natürlich fürchterlich geklungen. Ja, klar. Aber so einen Spaß gemacht, dass ich mir einen besorgt habe und dann geübt habe zu Hause. Ich habe damals noch zu Hause gewohnt. Und genau da bin ich dann, weil ich nicht wusste, dass es die in Zimmerlautstärke gibt. Geil, du hast das schön volle Kanne mal geballert. Ja, zu Hause im Kinderzimmer. Dann bin ich rausgeflogen zu Hause. Das muss so unfassbar nervig sein für Eltern. Oder für Leute, die im Haus wohnen. Ist scheißegal zu wen. Es muss so kacke sein, wenn du jemanden im Haus hast, der Dudelsack spielen lässt. Mit dem Schlagzeug ist auch scheiße. Also deswegen kann ich das nachvollziehen, weil ich nicht beleidigt. Ja, sind halt so hohe Frequenzen. Ja. Die setzen sich halt durch. Die kommen so durch jede Hausfassade. Deswegen heißt es jetzt schon, ihr habt ein super dickes Fell. Weil ihr habt es durchgezogen. Also erstmal Respekt dafür. Finde ich schon mal richtig geil. Habt ihr denn irgendwie so Filme gesehen, die euch geprägt haben? Wenn ich jetzt an Dudelsack denke, dann habe ich immer Braveheart im Kopf. Braveheart, natürlich. Wo ich irgendwie denke, okay, das war geil. Also wenn ich Dudelsack spiele, dann kann ich auch ein Schwert bedienen. Das sind so meine Assoziationen. Deswegen dachte ich, das ist heute ein gutes Thema. Und was bei mir war, irgendwie so Punkbands wie die alten Dropkick Murphys oder sowas, die das natürlich auch genutzt haben, das fand ich auch immer ganz cool. Und da habe ich dabei zum ersten Mal gemerkt,
dass du das Ganze auch in einem anderen Kontext bringen kannst. Also ich war lange nicht mit mittelalterlichem Rock vertraut, also bin ich auch jetzt nicht so richtig. Also ich kenne ein paar Bands, aber deswegen ist es schön, dass wir ein bisschen was voneinander lernen können. Finde ich auf jeden Fall eine coole Geschichte. Sehr spannend. Wollen wir kurz einmal über euer Album quatschen? Dann haben wir nämlich das schon mal einmal gegessen und das würde mich sehr freuen, denn ihr habt ein neues Album rausgebracht und ich möchte eine Sache loswerden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zum 4. Mal Platz 1. Dankeschön. Das ist ja abgefahren. Ja, hätte man selber nicht gedacht. Nee. Vor allem in diesem Jahr. Ja. Also ich meine, was macht eine Band, die sonst immer auf Tour ist in diesem Jahr? Ist doch scheiße, ihr seid Team Rocket Beans jetzt. Ist auch okay. Ist auch okay, was sagt der Chat dazu? Weiß ich. Aber ich meine, ganz ehrlich, ihr müsst euch auch anpassen und dass man dann ein Album rausbringt und man hat ja eigentlich dann, plant man damit, so kenne ich es jedenfalls von anderen Bands und eigentlich wird es nicht anders sein, dass man dann auf Tour geht, dass man schön Promo dafür macht und dass man das ganze Ding an den Start kriegt und quasi sich selber feiert für den Stress, den man hatte. Das geht ja dieses Jahr einfach nicht. Fällt einfach komplett raus irgendwie. Also gerade die Platte, die wir geschrieben haben, die ist irgendwie gemacht für live, um die live zu spielen. Bisher haben wir es immer so gemacht, dass wenn die rausgekommen ist, wir auf irgendeinem Festival gespielt haben und dann da zum ersten Mal die Songs vorgestellt haben. Und dann danach... Ach so, habt ihr es gemacht, okay. Ja, also dann ganz oft auf dem Summer Breeze oder sowas dann irgendwie mit 40 Leuten gespielt und dann danach auf Tour gegangen damit und alles. Und all das fällt jetzt weg irgendwie und mussten uns auch überlegen, was machen wir in diesem Jahr? Ja, glaube ich. Aber dieses Album ist dieses Jahr erst entstanden, sozusagen? Auch, ja. Das haben wir tatsächlich. Zeit. Wir waren Januar, Februar waren wir im Studio. Genau. Also da haben wir es recorded. Ja. Geil. Genau, und dann Ende Februar, also kurz vorm Lockdown, sind wir fertig geworden, ja. Okay, also es war schon geplant, dass es dieses Jahr erscheinen wird. Ja, genau. Das schon. Ja, es hat sich alles auch ein bisschen nach hinten verschoben, leider. Aber ist. Ja, hast trotzdem. Du gerade eins da oder so? Ja, am Start. Zufällig. Also, zufällig. Also, wie heißt sie? Für immer frei. Datatio Mortis. Man kann es wahrscheinlich schlecht sehen. Bella, vielleicht kannst du auf diese Kamera schalten. Klappt das? Ja, guck mal, wie geil. Alles hier vorbereitet. Ich habe nämlich auch, es gab starke Tracks drauf, muss ich sagen. Und das wäre auch sehr beleidigend, wenn ich das nicht anders sagen würde. Aber meine ich auch wirklich ernst. Löwenherz fand ich richtig gut. Okay. Also, kommt wahrscheinlich überraschend, weil es ist ja schon ein bisschen, also... Gemein könnte man sagen, es hat ja schon so Schlagerzüge, so ein kleines bisschen. Also, ja. Das meine ich aber nicht böse, denn ich glaube, ich weiß nicht, ob die Band kennt Lord of the Lost. Ja, klar. Ja, genau. Da war ich für einen Gig mal Tourmanager. Ach, krass. Ja, wirklich. Okay, witzig. Und der Chris hat mir immer gesagt, der Sänger von der Band, ja, eigentlich machen wir auch nur Schlager. So. Und das meine ich auch, ist wirklich schön produziert, gefällt mir sehr. Und da hast du, glaube ich, oder habt ihr auch ein schöne Melodie drin, glaube ich, in dem Track von dem. Von Dudelsack vermische ich das gerade. Ich glaube, da passiert viel. In allen Songs von euch passiert viel mit Dudelsack, ne? Das ja, schon. Muss man schon sagen. Ja, aber gerade bei Löwenherz ist halt so eine heroische Dudelsack-Melo. Genau, für immer jung ist auf jeden Fall stark. Das ist ja auch schon so ein bisschen, wir sind am Start, finde ich schön. Leute, hört da mal rein. Was können wir machen? Wollen wir nicht mal irgendwie ein, zwei Dinge von dem Album raushauen? Gerne, an die Community? Klar. Habt ihr Bock, Leute? Ich sehe es hier so viel. Zum Beispiel, Kefro schreibt, Löwenherz ist auch geil. No Coffee schreibt, ist mir richtig recht. Machen wir. Also, was können die Leute tun, damit sie ein Album kriegen? Habt ihr eine Idee? Gute Frage. Okay, ich habe eine Idee. Keiner. Hast du eine? Wie wär's, wenn die Leute zu Hause aus Alltagsgegenständen sich einen Dudelsack bauen und quasi, aber auch Spiel, also zumindest einen Ton rauskriegen müssen. Also nicht nur für ein Foto, sondern auch quasi irgendwie ein Geräusch muss da rauskommen. Also du kannst zum Beispiel einen Tetrapack oder irgendwie eine Tüte oder so. Ihr seid kreativ, Leute. Ja, das ist ja, geil. Das klingt gut, klingt spannend, ja. Dann könnt ihr das, dann teilen wir das quasi auf Social Media und dann küren wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Ja, ultra gut. Habt ihr darauf Lust? Jetzt schreibt jemand, what the fuck, Krogi. Jetzt mal ehrlich. Das wird schwer. Was ist denn los? Jetzt streckt euch ja mal an. Das ist doch nicht schwer. Das ist doch ein geiles Ding. Auf jeden Fall ist es, jetzt soll nicht falsch rüberkommen, diese Nummer hat mich an Schlag erinnert, aber im positiven Sinne. Das war natürlich ein schlechter Einstand, um jetzt gerade damit anzufangen, weil ich eure Gesichter gesehen habe. Natürlich macht ihr Rockmusik, ja? Also, das möchte ich schon nochmal klarstellen. Und das ist auf jeden Fall auch geil. Und ihr habt von verschiedenen Geschwindigkeiten da was drauf, aber erzählt gerne nochmal selber über das Album. Vielleicht habt ihr Tracks, die euch am Herzen liegen oder so, wo ihr mitgewirkt habt, wo ihr sagt, das ist wirklich eine starke Nummer, die könnten wir mal auch als Anspieltipp bringen. Geht wirklich... Das ist schwierig, Anspieltipps, weil ich wirklich in ganz vielen Songs, eigentlich in nahezu jedem, irgendwas Besonderes drin sehe irgendwie. Also es ist halt auch sehr facettenreich. So jeder, also es geht ja teilweise auch
fast so, kann man sagen, in verschiedene Stilrichtungen auch so oder atmosphärisch auf jeden Fall. Also ich mag Rose im Winter als Ballade. Ach du, echt? Ja, ja, großartig. Romantiker. Ja, aber zum Beispiel, also für die Mittelalter-Dudes zum Beispiel haben wir Loki am Start, also das klassischer Mittelalter-Rocksong, der eher ein bisschen metallisch ist mit einem... Habe ich mal reingezogen, fand ich richtig geil. Ja, hat mir gut gefallen. Wirklich. Ja, und ich mag auch die Story dahinter. So. Ja, und Loki ist auch ein geiler Charakter. Bisschen so ein Avengers. Ja, ja, ja. Ist auf jeden Fall ganz, ganz gut. Mittelfinger Richtung Zukunft kann ich auch noch empfehlen irgendwie. Also das ist, ist das so ein bisschen, ist das der Track, den ihr als Video rausgebracht habt? Ja. Und der kleines bisschen, also ich denke in Schubladen, ihr merkt das schon, ne? Kleines bisschen Crossover-mäßig ist? Ja, ja, total. Ja, ja. Genau, ist ja auch bewusst so gemacht. Ja. Genau. Also wir haben es ja mal gewagt, da mal zu experimentieren und sind eigentlich der Meinung, dass das ziemlich gut geworden ist. Ja, absolut. Mit Henning Wehland von H-Blocks und Swiss und die anderen und so. Das genau, genau, das Gesicht kannte ich. Er hat das aber nicht weiter recherchiert. Ich dachte, wer ist denn das? Den kennst du auch, die Stimme kennst du auch irgendwie. Ja. Klar, H-Blocks. Stimmt, der kommt ja auch von hier. Also hier auch, der Swiss, die kommen aus Hamburg. Ich habe keine Ahnung. Nee. Also, aber bin natürlich auch mit Rising High groß geworden. Deswegen, ja. Na klar, kennt man. Was für ein Hashtag nehmen wir fürs Gewinnspiel? Habt ihr eine Idee? Ich frage euch so viel, Hashtag, ne? Dudelsäcke von morgen. Dudelsäcke von... Ist ein schöner, kurzer, einprägsamer Hashtag. Ja, Dudelsäcke von morgen. Internet können wir. Also Dudelsäcke für morgen, ja? Oh, für morgen oder von morgen? Von morgen. Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Von morgen. Dudel... Dann machen wir aber Singular, ja? Dudelsack von... Der... Ein Dudelsack von morgen. Ja? Ja, kriegen wir, ja. Genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Ein Dudelsack von morgen. Machen wir. Swiss Feature, geil. Die beste H-Block-Site. Ja... Passt schon. Einmal kurz in den Chat gucken, ist immer wichtig. Ich überreiche dir mal den Chat. Kannst du mal ein bisschen drauf gucken, wenn dir was einfällt. Ich schau mal. Habt ihr denn einen Dudelsack für mich dabei, wenn wir das mal antesten wollen? Natürlich. Weil das ist ja eigentlich jetzt der Kern so für mich persönlich. Ne? Wir haben da mal was vorbereitet. Ja. Das habe ich dir gerade in den Chat gegeben. Bist du der Mensch, der den... Du kannst den ja auch holen. Ja, 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 ich hol den. Hol den Sack. Entertain mal einen weg hier in der Zeit. Du tapest ja einen weg? Nein, er soll einen wegentertainen, während ich unterwegs bin. Ich muss lesen. Ich bin nicht multitasking. Das ist das Internet. Weißt du, du kriegst einfach... Jetzt kommt eine Frage, die ich natürlich auch stellen muss. Seid ihr dann auch computerspielaffin? Seid ihr am Zocken und so? Eigentlich ja, ich habe nur irgendwie nie Zeit dafür. Okay. Also das ist... Ja, glaube ich, du musst hier performen. Und üben. Ja. Und ist ja aber tatsächlich ich habe sehr früh angefangen, so gerade PC halt, also mit 6 Jahren so Monkey Island gezockt und sowas. Ja. Und Jump'n'Runs, so die ersten Sachen so und dann vor allem so, so Strategie, Wirtschaftssimulation und sowas war halt immer so meins. Welches Spiel hast du da gespielt? SimCity oder sowas. Nee, ist das zu früh. Also Age of Empires, Command & Conquer. Ja, damit bist du bei unserer Community richtig beliebt jetzt. Mit Age of Empires hast du... Mittelalter! Hast du wirklich eins der beliebtesten Formate von uns. Teil 1, wirklich Teil 1 habe ich sogar noch krasser gezockt als Teil 2. Wirklich? Ja. Ey, müsst ihr mal zocken bei uns. So, sofort. Das letzte war dann so Diablo 3, Skyrim. Ja. So, und dann habe ich aber auch konsequent aufgehört, weil ich merke, so, ich suchte halt brutal und klebt dann nur noch am aber Rechner. Aber siehst du das Strahlen im Gesicht, wenn du davon erzählst? Verdammt. Computerspiele sind cool. ist zweifellos. Was ich wirklich Jahre meines Lebens verloren habe, war, als World of Warcraft rausgekommen ist. Also ja. Classic habe ich... Ich habe meine Ausbildung verloren, deswegen. Könnt ihr das spielen, das Monkey Island-Theme? Oh Gott. Das ist doch kein Problem. Das muss improvisiert schon klappen, Leute. Wie viele Platz 1 Alben habt ihr nochmal? Und ihr könnt nicht das Monkey Island-Theme mit ad hoc spielen, wenn es der Chat doch möchte? Gaukler, versammelt euch! Wirklich, was ist denn los? Das reichen wir nach hier. Aber ich kann es ja gleich spielen. Ist ja kein Problem. Genau. Also das können wir auch nochmal gucken. Was ist jetzt das hier für ein Gerät? Ist es dein Dudelsack? Nee, das ist der LC baut ja tatsächlich Dudelsäcke. Du baust auch Dudelsäcke. Ja, der ist aus meiner Werkstatt. Genau. Also ich krieg nicht genug von dem Scheiß. Also nicht nur, dass ich die Wochenends, also sonst, wenn Tour ist, spiele, sondern ich habe auch noch eine Werkstatt, wo ich Dudelsäcke baue und unterrichte auch noch hin und wieder, ja. Wow, okay. Ist das jetzt
ein Standard-Dudelsack quasi? Oder ist jetzt schon irgendwas hier auf... Ja, kann man so sagen. Also sagen wir mal, die Pfeifen, die du über der Schulter hast, die Bordun-Pfeifen, das ist mal eine, mal sind zwei oder drei. Eine Spielpfeife ist immer dabei, ist ja das Wichtigste. Das ist jetzt ein kleiner Bordun. Das Mundstück, ja, also es ist eigentlich so die Standardausstattung. Das Bordun sozusagen. Genau, der macht halt den Brummton quasi. Das, was alle kacke finden. ja, das, genau, das, was es ausmacht. Okay, ja. Alles klar. Alles und klar. Was du jetzt in der linken Hand hast, das ist die Melodiepfeife, also da spielst du quasi die Melodie drauf. Okay, das ähnelt tatsächlich eine, ja... Es ist du Flöten greifst ähnlich, es ähnlich, ja? wie eine Blockflöte, also eigentlich ist es fast gleich mit einer Blockflötengriffweise. Du machst aber auch Sounds, wenn du... Nee, ihr habt immer die Finger drauf, ja? Auf den Löchern sozusagen? Ja, also du spielst ja permanent. Das ist ja ein Dauerton. Genau. Und damit musst du dann, um halt so Zwischentöne zu erzeugen, machst du halt Verzierungen rein, indem du andere Finger kurz anhebst und dann trällert das halt so vor sich hin. Ja. Ich glaube, es ist sauschwer. Allein das Gerät gerade in der Hand zu halten, das fühlt sich anders an als eine Gitarre. So. Das, weiß nicht, fühlt sich sehr ungewohnt an. Aber in Ordnung. Das heißt, im Prinzip kann man hiermit eigentlich alles machen, was man machen möchte. Bis auf jetzt vom Klang an sich. Aber ich kann damit spielen, wie ich... Du sagst mäßig, genau. Ja. Okay, das hab ich begriffen. Warum habe ich jetzt noch andere Pfeifen und nicht nur eine? Also... Ja, der, es gibt ja... Also hier kommt nur der Grundton raus? Genau, und beim anderen Melodie kommt nur aus der Spielpfeife und der andere Bordun ist auch für einen Grundton. Also du kannst macht halt... Sinn. Okay. Genau, und die anderen Bordune sind halt auch Begleittöne, die halt zum Bordun dann erklingen. Du hast in der Pfeife sozusagen ist ein... Ich versuch's gerade mal physikalisch mir irgendwie nochmal auf die Kette zu kriegen. Du hast hier eine Luftsäule drinne. Genau, und du hast ein Rohrblatt oben. Andere Seite. Da drin ist ein Rohrblatt, ja. Weil genau. Das Ding steckt so hier drin und hier ist dann ein Doppelrohrblatt. Ja. Ach so, das ist wie bei einer Oboe. Die Luft aus alles dem da, Sack da rein. Die Lippen sozusagen, wenn die zusammenpresst. Genau, also es, ja. Das schwingt, das vibriert. Okay. Und das erzeugt dann die Luftsäule, die dann hier durchgeht. Alles klar, und die Luftsäule variiere ich, indem ich mit den Fingern hier... Genau, du verlängerst sie oder verkürzt sie. Okay. Je mehr du sie verlängerst, desto tiefer sind die Töne. Und okay, das verstehe ich tatsächlich. Was macht dieses hier? Das ist eine Klappe, die ist für Halbtöne gedacht. Ah ja, okay. Ja, weil für, du ja für nur Blues-Dudelsack-Spieler. Du hast ja nur 10 Finger, aber es gibt halt auch eben Töne, die du halt, wo du halt ein Loch mehr brauchst, was du dann eben in der Klappe bedienst. Ja. Okay. Ja, lass uns die Luft reinbringen, oder? Also, ja, dann. Ich meine, wie sieht's aus? Du hast deinen eigenen, das heißt, ich kann den gerade mal nutzen. Ja, ja, genau. Den haben wir jetzt für dich so präpariert. Pandemie-mäßig. Keimfrei und. Ja? Chat, was sagt ihr? Was sagt der Chat? Ich brauche ein bisschen. Leute, ich werde gleich Dudelsack-Spieler. Also, ich meine, auch wenn man nur kurz spielt, ist man Dudelsack-Spieler. Natürlich. Also, ja. Dudelsack-Grundkurs. Das ist ja wohl Geheimnis unseres Erfolges. Erstmal muss man cool aussehen. Man muss stehen. So, ich habe extra heute nice Schuhe angezogen, damit das cool rüberkommt, weil für mich, also ich denke ja auch immer an weiß nicht, schottische Adelshäuser, ne? Ich weiß nicht, warum habt ihr kein Kilt an eigentlich? Ist das noch so ein Ding? Macht man das nicht? Ist das out? Ist doch geil. Nee, im Mittelalter macht man das jetzt eigentlich nicht so, ne? Na, also, gibt's im Mittelalter gar nicht so, dass man auch mal so ein bisschen, wisst schon? Ja, so Lendenschurz und sowas, ja. Doch, schon. Gibt's schon. Komm ein bisschen rein hier, genau, aus dem Bild. Dass es auch mal so ein bisschen frei ist und so. Das ist doch gerade geil beim Kilt. Dachte ich. Ja, auf jeden Fall. Immer schön luftig. Du hast doch mal sowas angehabt. Ich wollte gerade sagen, als ich angefangen habe mit Mittelalter, da habe ich tatsächlich noch Rock getragen, so Lederrock. Ja? Und frei im Sommer, super. Perfekt. Ja. Der Mann. Leute, ja, das nehmt euch mal ein Beispiel, Jan Luzi. Super gut. Ja, okay, also wie halte ich das jetzt erstmal fest, das ganze Teil? Ich zeige dir das mal hier mit ein bisschen Abstand. Also der Große kommt über deine linke Schulter. Genau, den legst du einfach auf die Schulter. Genau, so drüber und am besten auch so weit nach oben wie aber möglich. Aber bei dir sieht es jetzt schon anders aus. Ja, das Ding hängt bei dir aber auch an der anderen Seite. Den kannst du egal sein lassen. Das Ding klemmst du dir jetzt so zwischen die Eckzähne. Das hier? Ja, zwischen genau. Die Eckzähne? Andere Seite am besten. Die andere Seite? Genau. Also hier vorne? Bin? Vorne? Ja, kannst du ruhig draufbeißen. Zeig du mal. Vorne am Eckzahn, genau. Lippen drüber und dann aufblasen. Dann pustest du. Ja. Du kannst hier schon mal die Hand halten, dass du dir den gleich unter den Arm schieben kannst. Dann steckst du dir den Sack unter den Arm. Warte mal kurz. Ich schieb den mal kurz, der muss da vorne lang. Genau. Und jetzt hältst du es mit deinem Ellenbogen fest und den Großen lässt du jetzt auch los, der bleibt liegen auf der Schulter. Die linke Hand. Genau. Geht jetzt und hier musst du jetzt die ganzen Löcher abdecken. Hier hinten ist ein Loch. Daumenloch.
und die drei Finger vorne. Mit der linken Hand. Ach so. Hallo. Hallo Mama, ich spiele Nudelsack. Hallo, in der linken Hand, ja. Okay. Warte, ich muss wieder aufpumpen. Genau. Und pusten, pusten, pusten. Gleich verliert er das Bewusstsein. sobald du merkst, dass der Sack voll ist, schiebst du dir nochmal unter den Arm und dann kannst du anfangen zu drücken. Aber richtig drücken, also richtig. Ja, pusten, ja. Pusten, drücken, drücken, pusten, pusten, drücken, drücken. Und atmen, Luft holen, Luft holen, Luft holen. Und nicht vergessen, drücken, drücken, drücken. Die Leute feiern es. Ey, jetzt macht ja nur Bock. Ja. Es ist ja nur geil. Ozeandampfer, Hafengeburtstag. Die schönste Assoziation. Buch mich, Leute. Buch mich mal. Aber Naturtalent, du hast jetzt schon einen Ton rausgekriegt. Das schaffen die wenigsten. Ey, komm, fahrt mich nicht. Nee, wirklich. Ja? Also das kann ich irgendwie... Macht es Sinn, dass ich alle Löcher erstmal schließe? Oder? Für den Grundton, ja. Also bis auf den kleinen Finger. Also ich habe alle, das habe ich den, da. Den kleinen Finger brauchst du okay, nicht. Und dann den. Genau, so. Und da lässt du auch den kleinen Finger weg. Okay. Unten, genau. Der und so hast du deinen Grundton. Das okay. Ist jetzt ein A. Das ist ein A. Genau, und das passt jetzt zum Bordun. Okay, und wenn ich jetzt einfach meinen Grundton auf A stehen lasse und du rastest richtig aus mit dem Solo darüber, ja? Ist das denkbar? Ja. Das wollen wir doch alle sehen. Okay, warte, ich muss einmal kurz... Und das ist tatsächlich, deshalb beißt du drauf, dass du auch danach noch weiter atmen kannst. Weil ganz gerade am Anfang vergisst man oft mal zu atmen und wird knallrot. Und ja, oder du pustest nur ständig. Also du musst dann, wenn du den Sack voll hast, drückst du quasi auf den Sack und holst entspannt Luft. Mhm. Und wenn du so viel ungefähr raus hast, dass du es mit einem Atemstoß wieder voll kriegst, pustest du einmal kräftig rein und drückst dann wieder mehr drauf und holst entspannt Luft. Das ist wie so eine Art Zirkularatmung, ersetzt quasi dieser Lederbalg. Das, also es, ja, es ist eine externe Lunge quasi. Genau. Fürs Instrument aber nur. Das hilft mir nicht. Na gut. Ja. Ich mache jetzt hier einen Jam, Dudelsack-Jam. Achtung, der erste Dudelsack-Jam auf, ich kann es gar nicht aussprechen, Dudelsack-Jam auf Rockabin TV mit Saltatio Mortis. Erstmal mit Luzi, gleich Elsie wird auch noch einsteigen. Ja, ja, ich komm dazu, bin ja noch in meiner ersten Lesson. Lesson 1, geil abrocken. Ja! Hey. Geil, Omar. Ey, es ist Hammer. Ich hab's richtig gefühlt. Richtig gut. Ich hab's richtig gefühlt. Hast du es auch gefühlt? Total. Ich sehe wirklich, wie wir zu dritt auf unseren Rössern durch Schottland reiten. Auf den Highlands. Auf den Highlands. An der Klippe. Und irgendwelche Steine runterschubsen, weil es gibt einfach nichts zu verdreschen. Aber wir sind da. Wir fühlen es. Aber alles ist schon weggerannt. Das ist ja wirklich nur geil. Und das ist ja das Geile, die Schotten haben das ja tatsächlich so benutzt im Krieg, um die Gegner einzuschüchtern. Mit Armeen von Dudelsäcken. Brauner Ton. Also ich würde jetzt gerne noch mehr vorlesen, aber die Leute feiern gerade diese ganzen Zweideutigkeiten mit Sack und Blasen und Pfeife. Ja, und das ist Internet. Das ist nichts Neues. Ja, natürlich. Ja, das spielt ihnen voll rein. So, sie freuen sich. Okay. Was gibt's denn? Also ich mach noch mal kurz. Ich muss mich mal kurz reinfinden. Es ist wirklich sau anstrengend. Ich habe wirklich großen Respekt davor, dass ihr. Man muss ja auch ziemlich gut zubeißen tatsächlich. Oder wie machst du das? Ja, du wahrscheinlich am Anfang verkrampfst du ja erstmal so. Ja. Das gibt sich dann mit der Zeit. Du drückst ja auch dann wahrscheinlich richtig mit den Fingern drauf. Da muss man halt locker werden so mit der Zeit. Das kommt mit der Sicherheit. Gitarre auch quasi. Ja, ganz genau. Das ist ja. Aber sagen wir mal, das mit dem Blasen und Drücken, das ist wie Fahrradfahren. Also wenn du das erstmal drin hast, dann... Als wenn du so ein Kind unterm Arm hast, ne? Immer so. Ja, du denkst, Kind halt so dreckig. Ja, genau. Klingt dann auch so. Okay, Entschuldigung, für Ford, Lehrer. Ja, also das ist dann, wenn du das erstmal drin hast, dann denkst du dann nicht mehr drüber nach. So, dann, das ist, also es passiert dann automatisch und dann kannst du dich aufs Spielen konzentrieren. So. Richtig jetzt, glücklich. Ja, das macht mich richtig glücklich, dieses Gerät. Wirklich. Was kostet so eins? Sag mal, hau raus hier. Naja, sagen wir, zwischen 1,2 und 1,5. Okay. So.
Aber alles Handarbeit von mir. Bin jetzt auch jetzt ehrlich gesagt, es passt. So, alles gut. Also es ist schon, was ist das für ein Holz? Ich verwende hauptsächlich für die großen Hölzer, also gerade so die Trichter und sowas, nehme ich Ahorn. Okay. Sonst hauptsächlich Obsthölzer, einheimische. Also wirklich? Zwetschge, Birne, genau, sowas. So. Und jetzt die Spielpfeife ist aber aus einem Palisanderholz, das ist jetzt Grenadil, afrikanisches Schwarzholz. Das ist das gleiche, was für Oboen, Klarinetten benutzt wird, weil es halt ein besseres Klangholz ist. Mm, okay. Kann man machen, muss man nicht. Also es macht ein bisschen noch einen schärferen Sound, also es holt noch ein bisschen mehr Obertöne raus. Geil. So. Ja, ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, dass Hölzer auch anders klingen. Ist ja beim Drumset eben genau das gleiche. Finde ich super spannend. Du hast dann auch eine Drehbank? Oder wie? Ich mache das an der Drechselbank, okay. Ja, von Hand alles dann und wird dann alles noch geschliffen, poliert. Und wie geil ist das, wenn man weiß, ich habe eh ein sicheres Leben, weil die Kackband kauft die Scheiße eh. Ich meine, das Allerbeste, oder? Richtig smart. Ich renne dann abends immer durch den Proberaum. Und Oh, was wirklich? Hast du da wieder gemacht? Ich kann es nicht lesen gerade, weil da war das so umgeklappt. Okay, ein bisschen lauter, soll ich mal Mike machen? Das mache ich direkt. Oh, ich mach's mal. Ich bin heute sehr hin und her gerissen von der Lautstärke. Ja, zu den Fragen: Dudelsäcke gibt's auch aus Kunststoff? Also jetzt von mir nicht, aber die schottischen, die mittlerweile auch so in so Serienproduktion gefertigt werden über CNC, die gibt es auch komplett aus Kunststoff. Also da kriegt man auch ziemlich günstige Modelle. Ja, für den Anfang ist das wahrscheinlich auch komplett okay, nehme ich mal an. Ja, also, kann so eine Spülmaschine tun. Ja. Tatsächlich. Also man muss wirklich die Dinger regelmäßig warten. Ich meine, weil wenn du da jetzt wirklich permanent da reinsabberst, so da sammelt sich halt auch schon was an. Also das sagst du hier natürlich nicht, dass der schon benutzt ist, ne? Nee, kommt so ein Laden. Der wurde ja dann desinfiziert und alles so. Ich habe da ja den Plan, wie man das macht. So. Und ich habe zum Beispiel an meinem Instrument, also das ist jetzt zum Beispiel auch Rindsleder, woraus der Balg ist. Mhm. Bei meinem ist es zum Beispiel Gore-Tex. Also es gibt quasi auch eine vegane Variante. Man kann es auch vegan machen. Mhm. Das ist dann das quasi, ich zeig's mal. Also das ist jetzt halt mit Kunstleder beschichtet und hier habe ich einen Reißverschluss dran, so Taucherreißverschluss. Und da habe ich dann ein Trockensystem drin. Okay. Das ist quasi Hightech, was die Schotten verwenden. Und da ist dann quasi Granulat drin, was die Atemfeuchtigkeit aufsaugt. Genau. Und das tausche ich dann immer nach dem Spielen aus. Ist das geil. Und vermeide damit zu viel Feuchtigkeit, weil das ja dann auch das Rohrblatt mit der Zeit matschig macht. Gerade bei euch, ich meine, wie viel in einem ganz normalen, regulären Jahr habt ihr wahrscheinlich ja auch an einem Wochenende, Freitag, Samstag Show oder geht auf Touren, täglich eine Show. Sozusagen, also da ist dann, muss dann ja auch alles funktionieren. Und ja, also gerade wenn wir jetzt so Weihnachtsmärkte spielen und du bist jetzt auf dem Open-Air-Ding. Du spielst Weihnachtsmärkte? Wir haben schon. Ihr spielt auf Weihnachtsmärkten? Wenn ihr auf Weihnachtsmärkten spielt, dann will ich auch mitmachen. Ihr spielt auf Weihnachtsmärkten? es gibt so eine Festivalreihe, wo wir spielen und wir machen dann halt so ein Festival im Winter mit so einem Weihnachtsmarkt. Ihr meint jetzt aber nicht Wacken, ne? Weil den Auftritt habe ich gesehen. Das war aber wenn du bei sowas dann eben auch Open Air dann unterwegs bist, dann musst du natürlich wissen, bei Blasinstrumenten, okay, du hast durch die Atemfeuchtigkeit, dadurch, dass ja deine Atemtemperatur viel höher ist, kondensiert es schneller. Kondensiert es mehr und du hast da eben richtig viel Feuchtigkeit drin und du machst Rohrblatt irgendwann. Du hast so einen richtig klammen Sack. Ja. Und das weiß dann jeder, das macht keinen Bock. Da muss man dann eben vorbeugen. Ja. Aber wenn das während der Show passiert und du merkst, also verändert sich wirklich spürbar was für euch? Dass ihr sagt, okay, jetzt muss ich mehr drücken oder jetzt muss ich mehr Luft nachholen? Wir können das mittlerweile so ein bisschen ausgleichen. So. Also du kannst ja durch mehr oder weniger drücken auch ein bisschen den Ton beeinflussen, aber das halt auch nur bedingt dann. Ja. Wir haben ja auch immer viel Feuer und Pyrokram dabei. Deswegen habt ihr es in meinen Augen auch geschafft. Also wirklich, ich hab mir noch ein paar Auftritte angeguckt. Das kann ich euch sagen. Also das ist auch eine gute Frage jetzt. Also jetzt habt ihr zwei Künstler. Es gibt einmal die Amigos, ja, auf der einen Seite der Skala. Und auf der anderen Seite gibt es Rammstein. Ja, also ist jetzt die Feuershow-Spektakel. Ich stelle mir gerade da so eine Mischung auf der Bühne vor. Wo würdet ihr euch einordnen? Seid ihr eher in der Mitte gesehen oder schon? Also ihr seid schon eigentlich meiner Meinung nach sehr bei Rammstein, aber von der Skala 0 Amigos bis 10 Rammstein, wie viel Pyro kriegt man bei euch? Oh! Also Eigenwahrnehmung ist ja eine Bitch. Eigenwahrnehmung. Ah, 6? Schon, ne? 6, 7. 7 würde ich schon sagen. Also ich habe einen Song gesehen, da ist nur Feuer an einer Tour. Also Feuer ballert ihr schon raus.
Wir sind da ein bisschen bescheiden. Ja, dann muss ich das für euch machen. Also das ist für dich für meine Wahrnehmung ist das so, wenn eine Band in einer Tour Feuer rausballert auf der Bühne, dann haben die es geschafft. Und das wäre auch mein Antrieb, in einer professionellen Band zu spielen. Gar nicht für die Musik, sondern einfach, weil ich eine Pyro-Show habe. Das ist das einfach absolut das Allergeilste. Habt ihr einen Pyrotechniker dabei? Ja. Das muss man. Haben wir nicht sogar mal zwei? Hattest du keinen Schein? Ich dachte, du hättest den gemacht. Das ist der Pyrotechniker. Okay, cut. Ja. Nee, so ein, zwei Leute haben wir schon dabei. Oder drei, zwei haben, glaube ich, einen Schein gemacht, auf jeden Fall. Ja. Klar. Wir sollten das Thema jetzt auf jeden Fall in diese Richtung beenden, aber es ist schon geil, wenn man ein Stück spielt, was dann auf Timings irgendwelche Effekte rausballert mit Feuer und so, das muss doch geil sein, oder? Ja, total. Ich meine, wie lange macht ihr das jetzt schon? Ich meine, jetzt habt ihr jetzt nicht von Anfang an gemacht, nehme ich an, in 20 Jahren. Aber auch 12, 15 Jahre oder so. Pyro jetzt selber? Ja. Ja, genau. Ist schon so lange. Ja, ich bin auch schon fast 10 Jahre dabei. Du bist schon so lange in der Band. Okay, das höre ich mir gerne an. Das ist so ein Running Gag, weil ich erzähle ihm dann immer irgendwelche alten Geschichten. So, weil ich bin ja schon ein bisschen länger in der Band als er. Und aber ja nicht, dass du in der Band bist. Halt immer, da war ich doch dabei. Und ich so, was, du bist schon so lange in der Band? Ja, das ist schon der eine Abend, über den wir nicht reden wollten. Auch die gibt's. Ja, natürlich gibt's die. Bei 8 Leuten, das ist ganz klar. Aber das kann ich mir vorstellen, dass Pyro auf jeden Fall Spaß macht. Aber das auch als Empfehlung an euch. Ihr habt ja dieses Jahr auch noch einen Wacken-Auftritt von 2017, glaube ich, rauskommen auf eurem YouTube-Channel. Ja. Richtig geil. Wirklich, also das ist wirklich abgefahren, wenn du diese Menschenmenge da siehst und wie sie mitmachen und dann habt ihr da diese Feuershow und ihr seid dann 8 verrückte Leute, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann auch dieses Instrument. Davon mehrere, ja genau. Und ihr seid ja auch damit mobil auf der Bühne, das ist ja auch geil. Ihr seid ja nicht irgendwie wie mit dem Drumset an einem Platz gebunden, sondern ihr könnt rumhopsen und das finde ich richtig cool. Wo habt ihr die Mikrofone sitzen, wenn ihr live was macht, wie macht ihr das? Du hast deine Ich hab's ja gerade mikrofoniert. Warte, ich gebe dir jetzt mal Chat. Ich muss auch mal reingucken. Erstes Mal auf dem MPS live gesehen, steht hier gerade. Also das ist natürlich schon sehr komplex, was wir jetzt hier dran haben. Also das ist jetzt vom Gewicht her allein an Technik nochmal so viel, wie was das Instrument eigentlich wiegt. Also ich habe im Endeffekt hier... Da direkt. Okay. Am Trichter habe ich ein Mikrofon. Und du hast an jedem Trichter ein Mikrofon. An dem Bass-Bodun habe ich noch eins. Okay. Ja, an dem kleinen jetzt nicht. Das ist ein Oktav-Bodun. Der macht quasi auch ein A, bloß eine Oktave höher. Noch. Okay. Genau, dann haben wir noch eins im Stock drin. Also das sitzt quasi über dem Rohrblatt innen drin. Und, so ein Piezo-Ding oder was ist das? Nee, das ist ein ganz normales. Ganz normal Mikrofon. Ja. Wirklich? Genau. Hast du nicht super viel, auch da nicht super viel Luftzug, dass das dann auch. Nee, gar nicht. Nee? Okay. Luftzug hättest du, wenn es irgendwo, also es entweicht ja erst hier unten, aber logisch. Durch die Vibration und den Sound hörst du sowas nicht. Also das ist dann quasi, also hast du dann zwei Mikrofone, einmal das hier oben, das unten. Also hier unten hast du hauptsächlich die Obertöne. Ja. Problem ist aber, unten hast du immer zu viel Lautstärke bei den tiefen Tönen und oben ist es dann zu leise. Deswegen haben wir da eins oben drin und das geht quasi über dieses Gerät in einen Mix, wird dann gemixt mit dem hier drin und geht dann auf den Sender, der dann dran ist. Also, du sendest wirklich auch nur ein Signal an die Tonregie quasi. Genau, und ich mische das selber hier am Gerät vorab. Geil. Das ist auch quasi unser eigenes System. Das ist eigentlich ein Betriebsgeheimnis, aber das bringt diesem Moment natürlich viele Klicks. Ne? Aber ansonsten könnt ihr euch ja bei Elsie melden. Da gegen viel Geld könnt ihr das dann nochmal. Ich verrate es euch. Dieses kauft ein Instrument, dann gibt es noch einen Kaffee dabei und dann gibt es die Infos. Ja, super. Finde ich mega spannend. Ich muss jetzt noch einmal spielen. Übrigens, wie spät haben wir es? Ich gucke mal auf die Uhr. Leute, wir werden heute länger machen. Das wollte ich sagen. Ihr habt euch nämlich gut angestellt. Und der Chat fand es auch ganz geil, was wir machen. Wir machen heute mal bis 30:30. Das haben wir jetzt mal so entschieden. Und danke an die Regie, diese Info habe ich gerade bekommen. Jetzt muss ich noch einmal spielen. Kann ich irgendwie, wahrscheinlich ist es jetzt, ich kann nichts irgendwie spielen auf die Schnelle, ne? Das ist unmöglich. Gibt es irgendwas mit 2 Tönen, was ein bisschen Varianz reinbringt? A ist der Grundton. Du hast eine Quinte dazu, ist E. Ja, genau. Wo liegt das die denn? E, ist denn das machst du einmal nur mit der linken Hand. Mhm. Zeigefinger, Ringfinger, Daumen. Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen. Das heißt, ich nehme die anderen dann weg, ja? Genau. Das ist ja sau schwer. Und der bleibt offen, ja? Unten. Genau, der bleibt offen. Genau. Warte, die weg. Nee, die weg. Genau. Oh Gott, das ist sau schwer.
Das ist wirklich schwer. Ja, wenn man nie seine Finger bewegen muss beim Spielen, ist es erstmal ungewohnt. Schlagzeug. Ja, aber da muss halt der Zocker durchkommen. Okay, Leute, ich muss mich aufblasen jetzt. Ja, schwer. Okay, du machst einfach. Sehr gut. Du machst mit. Du, willst du auch mitmachen? Okay. Okay. Weißt du, was mir gerade einfällt? Direkt nächstes Betriebsgeheimnis, die Dudelsack-Polonaise. Können wir direkt noch üben. Gerne. Alles machen. Alles, was ein bisschen cringig wird, machen wir jetzt. Okay, das alles ist klar. Ist kein Problem. Wir versuchen seit Jahren loszukriegen, aber unsere Kollegen zwingen uns immer, die Dudelsack-Polonaise durchzuziehen. Ja, jetzt machen wir es mal freiwillig. Genau. Komm ich schon rein? Genau. Entschuldigt bitte übrigens, dass wir immer halb aus dem Bild sind. Wir haben hier so ein Weitwinkelobjektiv und ist ja alles so ein bisschen improvisiert. Da müssen wir es alle durch, aber wir kommen immer hier ein bisschen näher zusammen, kriegen wir hin. Okay, Nudelsack-Polonaise. Einfach spielen, immer von links nach rechts. Genau, immer so ein bisschen nach vorne. Nach E oder A, zwei Töne, komm, erst was machen wir. Das ist egal. Das Schöne ist, das ist egal. Aber es klingt ja immer richtig. Okay. Also das, ist das ja so, zum Bordun, es ist ja, die Spielpfeife ist ja so gebaut, dass sie quasi auf A ist. Also das stimmt, ja. Egal welchen Ton du spielst, es passt ja immer zum Bordun. Und ich verstehe genau, was du meinst. Und ich höre das auch übrigens. Aber erzähl das mal jemand, der keine Ahnung hat, der sagt, Dudelsack, wenn du sagst, ein Dudelsack klingt immer. Und also dann denken die Leute... Halt's Maul. Ja, das ist halt, sobald da mehrere zusammenkommen, wird's halt schwierig, ja. Also wir machen das so wie Status Quo, ne? Whatever you want, den machen wir, ja? Oder was ist das? Können wir auch? Nee, ich will... Wir machen einmal die Polonaise vor. Okay, wir machen es einmal vor. Pass auf, und dann kommst du dazu. Oh, ist das mit noch dran? Ja. Yes! Ey, ich fühl's! Jetzt kennst du alle Showgeheimnisse aller Mittelalter. Die war geil! Der Hype ist real. Man kann es nur fühlen, wenn man das selber spielt, dieses Instrument. Das ist wirklich so richtig Spaß macht. Du hast halt auch so eine gewisse Nähe dazu vom Körper her und du spürst halt die Vibration. Die Vibration, wollte ich gerade sagen. Das ist ein sehr meditatives Instrument. Das glaubt einem keiner? Nee, es glaubt einem wirklich keiner, weil klar, ich meine, so viele Menschen. Auch altertümlich gesehen, haben dieses Instrument ja gespielt. Und es muss ja irgendwas damit sein, sonst würden es ja nicht so viele Leute feiern und das machen. Also das ist einfach, ich merke es gerade, du spürst es im ganzen Körper und es vibriert und musst dagegen drücken. Das ist wirklich cool. Also das war richtig Spaß. Finde ich richtig geil. Ich wünschte, ich wäre jetzt schon besser. Also, aber das kriegen wir jetzt hin. Was wir auch. Ja, ihr seid krass. Wir sollten unbedingt noch jammen, ja? Weil wir haben quasi vor dem Moin Moin, da kamen die Jungs rein. Es war so ein bisschen zeitkritisch, weil hier über die Übertragung klappte was nicht. Und dann konnten wir nicht so richtig uns darauf einlassen. Da dachte ich, okay, ein bisschen Jam vorher wäre schon ganz gut, weil wir uns ja so nicht kennen und noch nie was zusammen gemacht haben. Ich möchte auch, dass es für alle irgendwie cool ist. Und dann habe ich einfach was gespielt und die Jungs sind sofort ausgerastet. Dann können wir ein bisschen schneller machen. Ja, ist kein Problem. Ihr beiden seid ja sofort drin. Das beweise ich euch jetzt. Es gibt keine Absprachen bei euch und es ist alles richtig. Ich verstehe es nicht. Es ist wirklich abgefahren. Also wisst ihr, was ich meine? Ihr seid so on point. Das ist... Wahrscheinlich denkt ihr alle, halt die Fresse. Aber wenn man selber musiziert, dann versteht man das. Ja, das machen wir tatsächlich auch. Weil viele von uns kommen auch aus der Straßenmusik tatsächlich. Okay. Und das machen wir heute auch immer noch gern, dass wir dann irgendwie... Gehen wir gerade? Ja, gerne.
waren in irgendeiner Kneipe sind oder so, dass wir da auf die Tische klettern und hier, der und der Song, was? Ja, ist egal. Dann einfach da rumjammen irgendwie. Und wenn du das halt so ein paar Jahre machst, dann ist auch, dann ist egal, welcher Beat und wie schnell und so, irgendwas hast du, was ey, immer passt. So es ist nur krass. Also es schreibt auch tatsächlich hier, wer war es? Hab gerade auch gelesen. Der Bohnen schreibt, ich verstehe das durch und durch. Also es ist ja wirklich so, wenn du mit Leuten musizierst, ist es ja auch eine Art von, erstens, sich aufeinander einlassen wollen. So. Man kann das natürlich auch irgendwie zwar professionell betreiben und sich hassen, das geht zwar, aber es ist nicht so geil. So, eigentlich muss man macht ja was gemeinsam, man funktioniert ja wie ein Zahnrad. Jeder Musiker ist ein Zahnrad und zusammen hast du irgendwie ein Getriebe oder eine Uhr oder so, schlägst halt gemeinsam. Mhm. Und das funktioniert ja ganz oft eben nicht, wenn du Leute einfach nicht kennst, wenn du dich nicht eingegroovt hast. Und das fand ich so krass, dass ihr euch einfach hinstellt und ihr beide seid schon so ein massives Monstrum an Getriebe, dass ich da gar nichts mehr machen muss. Das war richtig geil. Das ist cool, freut ja, mich. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ja? Total. Das ist so Musiker-Talk, aber das fand ich auf jeden Fall geil. Ich würde sagen, wir sollten mal einen kleinen Jam machen. Cantina-Song wird sich hier gewünscht. Von Sinsensan. Ich lese ganz oft, also ich weiß nicht, vielleicht müssen wir noch ganz kurz, bevor es jetzt hier wirklich noch mit dem Jam geht, ein paar Fragen abfeuern, wenn es euch okay ist. Fragen eure Band natürlich betreffend. Ich lese ganz viel, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich jetzt in irgendein Fettnäpfchen trete, weil ich es nicht besser weiß, aber könnt ihr beantworten oder nicht. Viele Leute fragen, wie geht's denn eurem Sänger? Ist da irgendwas vorgefallen oder? Ja, tatsächlich. Darf man darüber reden? Weiß nicht. Darf man schon drüber reden? Wir haben Anfang des Jahres ein Musikvideo drehen wollen. Ja. Und auf dem Weg zur ersten Location stürzt er und hat sich den Rücken gebrochen. Den Rücken? Den Rücken. Also der ist einfach so, so unglücklich gefallen. Okay. Dass er tatsächlich eine Weile erstmal flach lag. Ja, alles was klar. Was auch noch ein Grund war, warum wir dieses Jahr einfach nichts machen konnten. Ja, okay. Aber der hat jetzt, macht immer noch fleißig Reha und alles. Und der ist halt, also wenn er den siehst, dann weiß er auch, was ich meine. Der ist halt auch ein Tier, der ist halt durchtrainiert aus der Hölle. Und das hat ihm jetzt geholfen, schneller und besser wieder auf die Beine zu kommen irgendwie. Oh, okay. Also tendenziell wird alles. Ja, das wird alles. Ja, gut. Er ist auch schon wieder fit. Also jetzt, um eine richtig krasse Live-Performance zu klar, machen. Das du nicht. Okay, das war eine Ansage. Aber zumindest. Letzte Woche, glaube ich, war es noch Schrauben wieder aus dem Daumen operiert gekriegt. Irgendwie auch Daumen der, gebrochen. Der Daumen ist wieder dran. Ey, erstmal an dieser Stelle gute Besserung. Ne? Könnt ihr mal ausrichten an Alea, heißt er, glaube ich. Genau. Ne? Ja. Wahnsinn, Rücken gebrochen. Ey, das hört sich nicht cool an. Also. Alles klar. Ja. Dann ist ja schön, dass ihr jetzt ein bisschen positive Kunde da verbreiten könnt, indem sein Genesungszustand sich verbessert. Ja. Und dann sind, glaube ich, die Fragen hier auch, was das anbelangt, geklärt. Jetzt verstehe ich auch, warum viele Leute gefragt haben. Nachvollziehbar. Mhm. Ne? Weil das interessiert natürlich schon sehr, wenn nicht jemand den Rücken bricht. So, Kopf gebrochen, sorry. Das war so Wirbelfortsätze halt und Rippe. Vier Stück und drei Rippen oder sowas. Also das ist das volle Programm. Also es gibt auf jeden Fall auch hier viele Herzen in die Richtung und viele Genesungswünsche aus dem Chat. Ich glaube, der guckt zu, da wird er sich freuen. Ja, ey, hoffe, du kommst wieder auf die Beine, ganz schnell. Also, aber ey, ich hab den Körper gesehen beim Wacken 2017. Da ist, also die Muskeln, die können wir stützen. Ja. Also, wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Also von daher. Ja, ist ja immer so, klar. Wenn du sportlich bist und hast irgendeine Verletzung, kommst du eigentlich immer besser davon ab, als wenn du gar nicht trainiert bist. So, auf jeden Fall. Von daher. Oder wenn man betrunken ist und hinfällt, dann hat man meistens ja so keinen. Ja, aber da passiert ja gar nichts. Genau. Also weil man da keine Körperspannung hat und da ist wie Gummi. Ich kann nur für mich sprechen, ich wäre nicht mehr existent. Ja, total. Perfekt. So, können wir Heimdall spielen? Ich kann nichts spielen. Ich weiß nicht, wollt ihr was? Wir können natürlich auch das nutzen, um eine kleine Cross-Promo zu machen. Gibt es irgendwie was Aktuelles, so eine schöne Melodie oder so, wo ich einfach ein bisschen zu spielen kann? Komm, ich hab doch Heimdall, alles. Heimdall können wir raushauen. Ja, aktuell wäre die Melo aus Loki. Ist jetzt lass mich jetzt den Heimdall mal machen. Also wir machen jetzt einen 10-Minuten-Jam. Oh ja, okay. Ja? Kein Druck. Ich mach jetzt. Nee, okay, also ich mache jetzt mal die Mikrofone aus, weil das muss auch für die Zuschauer zu schauen. Der will uns jetzt nur heimzahlen, weil ich keine Luft mehr habe. Nee, okay, wie lange gehen eure Auftritte? 90 Minuten, oder? 60 Minuten, 60, 90 ja, Minuten. Ja, schon eher zwei so Stunden. Zwei Stunden? Ja. Und habt ihr das dann so getimed, dass ihr da auch ihr Breaks habt als Dudelsack-Spieler? Oder seid ihr wirklich zwei Stunden am Durchballern? Ja, also wir haben schon unsere Pausen. Ja, also das gibt's schon. Bei Rocksongs so in Strophen und sowas, da spielen wir natürlich dann nicht, sondern nur in Refrains und so ein Dudelsack-Parts und sowas. Also
In dem Song haben wir immer mal wieder ein bisschen Pause, aber... Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber im Schnitt pro Konzert blasen wir so 15 Luftmatratzen auf. So. The fuck? Okay. Ja, ja. Das ist ein richtig schöner Vergleich. Das kann sich auch jeder vorstellen. Weil eine Luftmatratze, ja, da bist du... Am Anfang, die ersten drei Züge denkst du, ja, ja. Und dann kommt so leicht so... Ja, da steigt das Blut in den Kopf. Da steigt das Blut hoch, du denkst so, ah, komm. Und dann kurz vor Schluss, dann willst du es auch schaffen. Dann setzt man sich aber auch hin und denkt, ja, fickt euch alle. Das reicht doch. Und du machst davon 20. Ja, ja, und dann bewegst du dich noch und grinst noch und hüpfst und rum. Und kein Sauerstoff, weil Feuer und das volle Programm. Ja, geil. Ich find's killer. Ja, so, Heimler? Chat. Ja. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache jetzt unsere Mikrofone aus und mache wieder die Instrumentenmikrofone an. Ja. Ich sage nochmal kurz zur Verteidigung auch von den Jungs. Erwartet nicht zu viel. Wir haben das hier alles nicht geprobt. Das ist quasi wirklich ein Jam mit euren Songstrukturen. Keine Ahnung, was da passiert. Ich wollte es nur sagen, ihr könnt nur profitieren, wenn... Also, ihr macht einfach. Also, wir gucken mal. Ihr macht das schon. Und Heimdall ist tatsächlich aber eher so mit Tempo, ne? Also, mit Tempo. Ach, das muss ich auch nochmal kurz erklären. Für mich ist das schwierig als Drummer, weil ich ja natürlich immer auf irgendwelche Rhythmen achte. Bei einer Gitarre hast du irgendwie eine Rhythmusgitarre oder einen Bass und dann ergibt sich schon irgendwie das Grundtempo. Wenn ihr aber nur einen Grundton stehen lasst, ja, dann habe ich natürlich überhaupt keine Anhaltspunkte. Deswegen muss ich auch vielleicht zu meiner Verteidigung nochmal sagen, ist gar nicht so leicht. Ja. Aber jetzt... Und das gerade auch noch bei mittelalterlichen Melodien, die dann manchmal noch so einen halben Takt eingeschoben haben, wo die Melodie überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also seht's mir nach, ja, ich spiele einfach durch. Ja, ja, und wir versuchen straight zu bleiben. Ihr müsst irgendwie das durchziehen. Okay, also ich mache die Instrumente auf. Das sollte jetzt funktionieren. Und ich mache jetzt die Mikrofone von uns auf. We'll be right back.
Ich hoffe, man hört mich ein kleines bisschen hier rüber. Sorry, dass ich euren Song versaue. Ey, wir müssen noch ganz kurz was spielen. Sorry, das müssen wir ganz kurz. Wir müssen noch ganz kurz was so einen klassischen, so einen, weiß nicht, auf dem Standturm so ein bisschen so ein Battle Drum, wisst ihr? Sowas mache ich jetzt für euch. Steigt ihr ein und dann mache ich die Abmoderation und dann haben wir's. Sehr gut. Okay, ja. Okay. Hast du eine Idee? Ja. Also nicht wie so. Nee, mach mal. Also ein bisschen getragener wahrscheinlich? Oder Stella? Stella, wie ist das Tempo? Ich fange einfach mal an. Fang mal an. Vielen Dank, eben hier den Ellenbogen-Check. Vielen Dank, Elsie. Geile Nummer. Vielen Dank. Hey, das war ein Dudelsack-Jam hier mit Saltatio Mortis. Luzi und Elsie waren da, haben heute ihr Album mit im Gepäck. Wie heißt es? Frei für immer. Jetzt erhältlich. Das ist ja das vierte Top-1-Album von euch, haben wir schon gesagt. Gönnt euch das, wenn ihr dieses Album umsonst haben wollt, das könnt ihr mal sagen, ja? Von uns verlost haben wollt, mit wahrscheinlich Autogrammen von euch, kriegen wir wahrscheinlich hin. Ja. Dann müsst ihr unter dem Hashtag, jetzt wird schwer, das wird das Schwierigste an der ganzen Sendung, ein Dudelsack von morgen für morgen, von morgen, ne? Ja. Ein ja, Dudelsack ja. von morgen, unter dem Hashtag müsst ihr ein kleines Video rausballern, wie ihr aus haushaltsüblichen Gegenständen euch einen eigenen Dudelsack gebaut habt. Und dann habt ihr die Chance, dieses Album zu bekommen. Geile Sache, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich guck mal kurz in den Chat, wie es euch gefallen hat. Ansonsten ist es jetzt nämlich eure Zeit, Herzen da zu lassen. Und die Herzen kommen auch schon rein. Ich beweise es dir. Super gut. Wunderschön. Auch für dich. Sau cool. Auch für euch. Wunderbar. Ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer dass ich euch natürlich eine wunderbare Zukunft wünsche, ja? Dass das im nächsten Jahr alles ein bisschen entspannter wird. Danke mit diesen ganzen, vielen Dank, mit diesen ganzen Bestimmungen, weil wir eine Live-Musik brauchen. Wir brauchen Action, brauchen Kultur, so, das ist wichtig. Deswegen ist auch schön, dass wir heute hier mal ein bisschen Mucke machen konnten. Gute Besserung nochmal an Alea natürlich, an euren Sänger, dass der auch wieder auf die Beine kommt. Ja, und danke an euch fürs Zuschauen und lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar da, dann können wir vielleicht öfter sowas machen. Wäre doch ganz schön. Letzte Wort habt ihr. Ja, geil! Na gut, ja, wir kommen gerne wieder. Hat ultra viel Spaß gemacht. Und vielleicht zocken wir auch mal zusammen.
Also zocken nicht. Ja, das war sicher nicht das letzte Mal. Ja, hier, du meinst Videospiele. Ja, das machen Videospiele, wir. Ja, genau. Und das andere, ja, ich bin eh dann zocken und zocken. Ich komme irgendwann so wie so ein Creep, wenn ihr spielt, komme ich so Backstage. Moin, ihr habt doch gesagt, ich bin da. Ich kann eh und da, was los? Ja. Kriegen wir hin. Also herzlichen Dank. Auch cool, dass wir hier bei EID sein durften. Das war's. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de/moinmoin.